Und das Universum ist Geist. Und wenn wir Codes sehen, das hilft dem Geist, einen Weg zu finden, sich in Balance zu bringen. Und wenn wir dann die Zahl 11 sehen, dann ist das eigentlich das eigene Selbst, das Selbst, das sich im anderen Selbst findet. Und dieser Code steht für die Schöpfung von allem für uns und auch das für das Ziel. Für jene also, die mich nicht kennen, ich komme aus Argentinien. Also, einen 24 Minuten zu haben für einen argentinischen Italiener, das wird eine kurze Präsentation. Ich werde mein Bestes tun, um euch so viel wie möglich zu geben. Aber diese Idee vom 1-1 zu erklären, dass alles kodiert, was ich tue, und ich konnte mich schon sehr früh an vieles erinnern, was vorher war, etwas, das wir alle können. Aber das war meine Aufgabe, meine Mission in diesem Leben und ich musste mich darauf konzentrieren. Seit diesem Erinnern, eines der wichtigsten Dinge, wo ich hingeführt wurde, war immer weiter und weiter in der Zeit zu gehen, bis es keine Zeit mehr gab und nur noch die Einheit, das Einssein. Was diese Einheit für mich bedeutete und für alle auch, in der Geschichte, in der Vergangenheit, aber auch in der Zukunft. Seit ich ein Kind war, ging ich immer weiter zurück in der Zeit und versuchte mich zu erinnern an alles, was ich gelebt habe, was die Einheit ist. Wann immer ich also heute zu euch sagen werde, das ist nicht die Wahrheit. Das ist einfach nur ein Pünktchen von Wahrheit, die ich erfahren habe seit dem ganz dem Anfang. Aber das sind nicht alle Gesichtspunkte, nicht alle Standpunkte. Meine Erinnerung ist einfach eine Linie in einem gesamten Kreis, in einer Kugel, die kombiniert werden kann mit allen anderen Wahrheiten, die es gibt und die wir heute auch noch hören werden. In dieser Kugel also, meine Wahrheit, meine Erinnerung, hat mich an diesen ersten Moment der Einheit des Universums gebracht, also die Eins tatsächlich. Und diese Eins hat sich geteilt in zwei. Aber man nennt es nicht die Zahl zwei, sondern 1-1. Und dieses 1-1 hat das Negativ und das Positiv erschaffen. Negativ innen, positiv außen. Immer wenn wir den Code 11 sehen, dann erinnert uns das, dass wir alle eins sind, das sich in zwei geteilt hat, um das Dritte zu erfahren und zu erleben, die drei. In dieser Projektion also, was das Universum erschaffen hat, ist, dass alles tatsächlich nur eine Sache ist oder eines ist, das sich in verschiedenen Aspekten ausdrückt. Und jeder unterschiedliche Aspekt hilft dem Ganzen, dem Alles, sich weiterzuentwickeln, sich selbst besser zu verstehen, tiefer hineinzugehen in das, was wir tun können. Aber alles ist tatsächlich Geist. Alles ist tatsächlich eine Idee, eine Vorstellung. Nichts existiert wirklich. Es ist einfach die Eins, das eine, das das eine beobachtet. Und alle Aspekte sind Projektionen davon. In diesem Konzept also von Ganzen in diesem Konzept der Einheit fingen wir an, das Universum zu erschaffen, eine Idee. Und das nannte sich das Netzwerk, das Netz des Bewusstseins. Dieses Bewusstseinsnetz ist eine Matrix, ein Netz, das tatsächlich ein Konzept, eine Vorstellung ist, einer Aktivität, die wir das Netz nennen, das wir den Geist nennen, wo nichts wirklich existiert und nichts real ist. Alles ist grundsätzlich ein Prozess
der Erinnerung, des Erinnerns. What is the actual concept? Und was ist das Konzept des Erinnerns? Wir haben drei hauptsächliche Vorstellungen, die aus dem Erinnern kommen. Das erste Erinnern bedeutet, dass man zurückgeht an den Ursprung, all diese Linien zurückverfolgt und zurück zur Einheit geht. Das ist, da sind wir so angelegt und ausgebildet, dass wir das tun. Wir haben einen Sinn und Zweck. Es gibt einen Grund, warum wir hier sind, unseren Lebenszweck finden, ein Ziel zu haben. Und alles scheint uns dahin zu bringen, an den Ursprung. Wo ist der Ursprung von allem? Wo wir all das erschaffen haben. Deshalb reden wir so oft, zurück in die Einheit zu gehen, dorthin, wo wir alle hergekommen sind, zum Urgrund. Wenn wir über das Erinnern sprechen, dann gehen wir normalerweise in die Vergangenheit und versuchen zu verstehen, wo wir herkommen, wo ist der Ursprung von allem, das wir erschaffen haben, und was ist das Ziel von allem, das wir erschaffen haben. Diese Vorstellung, also des Erinnerns, ist etwas, womit einige von uns schon geboren wurden, und wir helfen dann anderen, sich an die Vergangenheit zu erinnern. Aber wir tun das alles tatsächlich ständig durch die sogenannte Reflexion. Denn die Einheit hat sich in zwei geteilt und alles, was außen von uns ist, ist für Reflexion der Erinnerung. Und dieses Spiegelbild, diese Reflexion versucht uns zurück zu unserem eigenen Ursprung zu bringen. Wir alle sind Reflexionen voneinander, die versuchen, einander zu erinnern, wo wir hergekommen sind. Für das Universum allerdings gibt es keine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das ist eine Vorstellung der dritten Dimension dieser Realität, die nicht wirklich, die ja auch nicht real ist. Deshalb ist der andere Gesichtspunkt des Erinnerns, die zweite Option, das heißt, die Erinnerungen zusammenzubringen, alle verschiedenen ausgedrückten Aspekte der Schöpfung zusammenzubringen. Wenn wir verschiedene Punkte oder Sterne oder Konzepte im Universum haben, dann versuchen wir, die alle zusammenzubringen, um das große Bild zu sehen. Warum sind wir hier? Was ist die Idee von all dem Ganzen? Erinnern also ist grundsätzlich nicht etwas, wo es um die Vergangenheit geht oder zum Ursprung zu gehen, sondern damit wir versuchen, unsere eigene Schöpfung zu verstehen. Warum haben wir das alles erschaffen? Dann haben wir noch die dritte Option des Erinnerns, und das ist ein Wort, das im Englischen keinen Sinn ergibt, aber im Spanischen bringt uns das in den lateinischen Ursprung des Wortes, und das heißt, also zurück zum Herzen zu gehen. Das Wort Erinnern in vielen anderen Sprachen steht dafür, wie man zurück zum Herzen kommt. Und was ist das Herz? Das Herz ist für Menschen ein Organ und die Seele ist ein Chakra, aber für das Universum bedeutet Herz der allererste Puls der Schöpfung, der erste Puls von allem. Wir haben also drei Konzepte des Erinnerns. Und der Grund, warum ich diese drei Konzepte beschreibe, ist, dass alles, was existiert, das heißt, sich die Eins in Zwei geteilt hat, ist ein Netz von Geist, das nennen wir eine Synapse im Geist des Universums, die versucht, all diese verschiedenen Punkte zu verbinden und versucht, sich zu verstehen und versucht, ständig einen neuen Zweck, eine neue Mission, eine neue Idee zu erschaffen, ein neues Konzept dessen, wer wir sind, unserer eigenen Realität. Und ich versuche, eine neue Ebene, eine neue Dimension von allem zu verstehen. Und das bedeutet, dass alles, was wir im Leben tun, nicht darum geht, zurückzugehen in diesen Ursprung, in diese Einheit, zurück nach Hause zu gehen, sondern tatsächlich zu verstehen, dass überall ein Punkt von Einheit ist. Überall gibt es einen Punkt der Verbindung. Überall gibt es eine neue Dimension. Und es spielt keine Rolle, was wir machen. Wir erschaffen ständig eine weitere Ebene, eine weitere Schicht dieser Schöpfung. Und das bedeutet grundsätzlich, dass es keinen Sinn und Zweck gibt, keine Mission. Es gibt keinen Gott.
es gibt keinen Grund, warum wir all das tun. Und dann fangen wir plötzlich an zu sagen, Moment mal, wenn wir das Universum als Geist verstehen, was ist dann die Idee davon? Warum machen wir das alles, wenn es keinen Sinn und Zweck gibt und keinen Ursprung, wenn alles bloß eine Projektion oder eine Idee ist? Grundsätzlich also ist das deshalb, weil das, was wir normalerweise vergessen, ist, dass dieses Eins und diese andere Eins, diese Dualität, nicht etwas ist, das außerhalb von uns ist, nicht etwas, das uns erschaffen hat und wir versuchen dann den Ursprung von allem zu verstehen. Tatsächlich ist es so, dass wir diese Schöpfung sind und der Schöpfer gleichzeitig und ständig. Und das bedeutet, dass der Sinn und Zweck von allem darin besteht, zu existieren als das, was wir erschaffen haben, was die Realität nur so existiert, was wir als Realität erschaffen haben. Wenn ein Mensch also keinen Sinn und Zweck hat, dann können wir ein Teil des Universums sein und einen erschaffen. Und das nennen die Menschen normalerweise den freien Willen. Aber der freie Wille, das ist ein bisschen kritisch und schwierig, denn wir leben jetzt in der dritten Dimension. Das heißt, wir haben nur 0,1% freien Willen. Aber das ist jetzt nicht gerade viel, denn wir sind sehr gefangen in einem System, das wir erschaffen haben, zu einer Zeit, als wir freien Willen hatten, als wir anfingen, unsere eigene Realität zu erschaffen, diese hier. Der Grund, warum wir also in dieser dritten Dimension leben und in dieser Realität und in diesen Situationen der Welt heute leben, ist, weil der Geist des Universums, das sind wir alle gemeinsam als eins, als Einheit, wir haben die Optionen designt und angelegt, die Optionen in diesem Universum zu leben, diesen Sinn und Zweck, den wir Leben nennen.